Ich spreche von Michael Jackson. Wenn man die Historie von Michael Jackson aufrollen möchte, dann wird es schwer. Denn er hat schon so viel erlebt, riesige Erfolge gefeiert, sei es das meistverkaufte Album, sei es der beliebteste Pop-, Soul- und Funkstar. Aber er hat natürlich auch genauso Tiefs gehabt. Es gab mal Zeiten, da wurden viele, viele Spekulationen über ihn verbreitet, dann Ehe gescheitert, Physiognomie verändert sich ständig. Also es ist eine schillernde Persönlichkeit. Eine schillernde Persönlichkeit, die man nicht einfach mit einem Satz zusammenfassen kann. Deswegen möchte ich es auch gar nicht erst versuchen. Und uns bleibt hier natürlich auch nicht so viel Platz, dass wir jetzt hier Stunden und Aberstunden diesem jungen Mann widmen können. Aber es ist ein Experiment. Und wir hoffen natürlich, dass wir all den Michael Jackson-Fans da draußen auch irgendwie genügen können. Also von, als er 6 Jahre alt war, klein und süß auf der Bühne, bis jetzt. Michael Jackson. Er ist der König der Popmusik und beherrscht seit Jahrzehnten souverän die Charts dieser Erde. Beinahe erscheint er wie eine reine Kunstfigur und dennoch ist er so ungeheuer menschlich und engagiert. Michael Jackson. In Monte Carlo bekam Michael jüngst gleich 5 der begehrten World Music Awards verliehen. Von Anbeginn an hatte dieser Siegeszug eines Popstars jedoch auch seine Schattenseiten. In seiner Ballade Have You Seen My Childhood schildert Michael die Entbehrungen und Nöte seiner Kindheit. Geboren in einem Industrierevier in der Nähe von Chicago, wurden er und seine 8 Geschwister von ihrem ehrgeizigen Vater durch knallharten Drill zu Showstars erzogen. Als 6-Jähriger stand Michael erstmals auf einer Bühne und im zarten Alter von 10 Jahren hat er bereits bei einer Plattenfirma vorgesungen. Michael und seine 4 älteren Brüder gründeten 1970 die Formation Jackson 5 und auf Anhieb gelang ihnen der Durchbruch. Später nannten sie sich schlicht The Jacksons und waren nicht minder erfolgreich. In einem seiner seltenen Interviews schilderte Michael den Preis für diesen frühen Ruhm. Ich konnte nicht das tun, was andere Kinder machen. Diese einfachen Dinge, die für sie so wichtig sind, Freunde haben, Schlafanzugpartys, einfach nur herumhängen, all das durfte ich nicht erleben. Ich hatte gar keine Freunde, als ich klein war. Nur meine Brüder waren meine Freunde. Dennoch verließ er die Geschwister und begab sich auf Solopfade. Das Album Thriller machte Michael zum unbestrittenen König des Pop. Auf Anhieb verkaufte es sich 38 Millionen Mal. Die Videos zu den Single-Auskopplungen mit ihren überwältigenden Tanzszenen setzten neue Maßstäbe im Clipgeschäft. Der Moonwalk wurde zum Markenzeichen Michaels. Und das Thriller-Album heimste einen Preis nach dem anderen ein. Michael Jackson. Beat it, Michael Jackson. Thriller. Quincy Jones, Michael Jackson. Härter denn je zuvor präsentierte sich Michael in den Songs aus seinem 87er-Album Bad. Und auch sein Gesicht hatte sich stark verändert. Grund genug für die vereinte Skandalpresse aller Länder, sich über seine Schönheitsoperationen von nun an das Maul zu zerreißen. Im Gegenzug wurde Michaels Musik immer wütender und ausdrucksstärker. Trotz seiner gewaltigen Solokarriere arbeitete Michael auch weiter mit seiner Familie zusammen. Insbesondere die Beziehung zu seiner jüngsten Schwester Janet wurde immer wichtiger für ihn. Ich muss dir einfach sagen, wie stolz ich auf dich bin und wie stark du mich beeinflusst hast. Wie stolz ich darauf bin, deine Schwester zu sein und dass ich dich sehr liebe. Ich bin auch so stolz auf sie. Ich weiß noch, als wir klein waren, sollte sie immer für mich Ginger Rogers spielen. Ich selbst spielte Fred Astaire. Seit dem Album Dangerous setzte Michael sich verstärkt für die Gleichheit aller Menschen und den Schutz unserer Umwelt ein. Er gründete eine Heil-Diese-Welt-Stiftung und kümmerte sich um die unterprivilegierten, hilflosen Kinder in allen Ländern dieser Erde. Durch sein Engagement für die Umwelt will er ihnen zu besseren und gesünderen Lebensbedingungen verhelfen.
Wir sind ein Teil dieser Welt, die wir nicht vergrößern können, die wir aber dennoch vergiften und verschmutzen. Auf diese Art verletzen wir uns selbst. To that extent we hurt ourselves. Seine Dangerous Tour 1993 sollte ein Triumphzug werden, doch während er überall ganz so empfangen wurde, wie es dem König des Pop gebührt, braute sich daheim in den USA der größte Skandal seiner Karriere zusammen. Michael sollte Jungs sexuell missbraucht haben. Beim Bekanntwerden dieser Vorwürfe erlitt er einen totalen Zusammenbruch und musste die Tour abbrechen. Die Medien haben die Untersuchungen manipuliert, um ihre eigenen Schlüsse ziehen zu können. Ich bitte euch alle abzuwarten und die Wahrheit zu hören, bevor ihr mich verdammt. Behandelt mich nicht wie einen Kriminellen, denn ich bin unschuldig. Die Vorwürfe wurden bis heute nicht endgültig geklärt, doch seine Fans hielten zu ihm, veranstalteten sogar Demonstrationen und es trafen säckeweise Briefe für Michael bei der Bravo ein. Gestützt durch seine Anhänger und Seite an Seite mit seiner Lieblingsschwester Janet kehrte er zurück in die Charts. Die Mitglieder deiner Familie sind deine besten Freunde. Wenn es hart auf hart kommt und nichts mehr so klappt, wie man es gewöhnt ist, ist außer ihnen niemand mehr für dich da. Nähe, Wärme und Unterstützung suchte Michael auch in seiner Ehe mit Lisa Marie Presley. Doch nach nur einem Jahr scheiterte die Ehe. So sucht Michael erneut seinen Lebenssinn in der Musik und in seinem Engagement für die Armen dieser Welt. Denn da ist sich der König des Pop sicher. Auch wenn seine persönlichen Beziehungen scheitern mögen, seine Fans werden immer zu ihm halten. Up and away! Auf geht's mit der deutschen Lufthansa nach Prag! Am 7. September startet der amerikanische Megastar seine lang erwartete History-Tour. Zwei der heiß begehrten VIP-Karten liegen für euch bereit und ihr residiert im selben Hotel wie Michael. Ein spektakulärer Preis mit einer schwierigen Frage. Mit wie vielen Bravo-Gold-Ottos wurde Michael bisher ausgezeichnet? Wenn ihr die Antwort wisst, schickt sie auf einer Postkarte mit Altersangabe und Telefonnummer an folgende Adresse. RTL 2, Bravo TV, Kennwort, Megapreis. Postfach 90C63 in 81510 München. Einsendeschluss ist der 15. August 96. Wir drücken euch die Daumen.